miteinander. Schön, dass wir heute wieder alle da sind. Mit dabei wieder der Lorenz und die Ida. Und wir erzählen euch heute die Geschichte weiter, nämlich die Geschichte von dem Rabenmädchen, das einen neuen Freund gefunden hat, den Ochsen. Und ihr könnt euch sicher daran erinnern, was in der ersten Folge passiert ist, dass nämlich das Rabenmädchen ganz aufgeregt zu ihrem Papa geflattert ist und ihm erzählt hat, was für einen tollen neuen Freund sie hat. Aber der Papa hat ganz anders reagiert, als sie erwartet hat. Beim Papa stieß sie auf taube Ohren. Und das, obwohl sie mit allen Mitteln versucht hat, ihn zu überzeugen. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Und selbst mit euren wird der Papa nicht richtig zugehört. Total daneben, als ob es wichtig wäre, ob wir groß sind oder klein. Genau, denn ob wir groß sind oder klein, ihm egal wird das sein. Denn mein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Ob wir groß sind oder klein, ihm egal wird das sein. Denn mein Freund findet immer eine Lösung. Sag mal, ihr beiden, was ist euch denn eigentlich wichtig an einer Freundschaft? Ida? Dass man sich mag. Dass man sich mag, ja. Und bei dir, Lorenz, wie steht's mit dir? Dass man seinen Freunden vertrauen kann. Ja, Vertrauen, ganz wichtig. Und wie sieht's bei dir aus, Cornelia? Also, ich möchte gern mit einem Freund durch dick und dünn gehen. Und Raphael? Wie ist es bei dir? Also ich möchte mit einem Freund auch richtig Spaß haben. Rumtoben, rumhüpfen, rumalbern. Und das kann das Rabenmädchen sicher sehr gut auch mit dem Ochsen. Denn wenn ich flitter, wenn ich flatter und er springt ein wenig hoch, sind wir gleich groß. Schau nur, Papa. Papa, ach, das siehst du doch. Wenn ich flitter, wenn ich flatter und er springt ein wenig hoch. Sind wir gleich groß? Schau nur, Papa. Papa, ach, das siehst du doch. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Wenn ich flitter, wenn ich flatter und er springt ein wenig hoch, sind wir gleich groß? Schau nur, Papa, Papa, ach, das siehst du doch. Ob wir groß sind oder klein, ihm egal wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Ob wir groß sind oder klein, ihm egal wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Und, hat das jetzt kapiert, der Rabenpapa? Lieber noch einmal. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Wenn ich flitter, wenn ich flatter und er springt ein wenig hoch, sind wir gleich groß. Schau nur, Papa, Papa, ach, das siehst du doch. Ob wir groß sind oder klein, ihm egal wird das sein, denn mein Freund findet immer eine. Jetzt wird es ja wohl endlich mal kapiert haben, der Rabenpapa. Aber wenn wir gerade so bei Hopsen sind, da fällt mir ein schönes indianisches Lied ein. Wollt ihr mal hören? Oh, sehr gern. Hey ja, 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 hey ja. Das ist aber ein richtig schönes Lied. Ja, das finde ich auch. Lorenz, vielleicht kannst du es uns noch mal vorsingen und dann können wir alle zusammen schon mal nachsingen. Ja, klar. Mhm. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Hey ja.
heia, 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 heia. Sag mal, Lorenz, wie war das jetzt nochmal mit dem Hüpfen? So. Hey ja, 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 hey ja. Oh, Lorenz, oh, oh, oh. Also das ist ganz schön kompliziert. Du singst, du hüpfst und dann geht es auch noch hey ja, hey ja und dann über Kreuz, zurück und dann was, glaube ich, einmal hüpfen, zweimal hüpfen, dreimal hüpfen und dann zur Seite. Oh je, das merke ich mir ja irgendwie. Das ist schwierig. Aber Ida, hast du vielleicht eine Möglichkeit, mit den Flügeln das mal zu machen? Okay. Hey ja, 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 hey ja. Ah, das kriege ich vielleicht auch hin. Und vielleicht ihr auch? Macht einfach alle gleich mit und probiert's. Eins. 3, 4. Hey ja, hey ja, über Kreuz auseinander. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, zur Seite. Hey ja, 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 hey ja. Das mit den Trommeln hat mir gut gefallen. Können wir das nochmal machen? Ja, du, das probieren wir jetzt tatsächlich mit Trommeln aus. Nur, weißt du, der Raphael, der hat auf seiner Gitarre getrommelt. Wo können wir denn trommeln? Bestimmt klingt's auf dem Boden gut. Auf dem Boden. Das probieren wir jetzt aus. 1, 2, 3, 4. Hey ja, 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 hey ja. Wisst ihr was? Da könnt ihr doch gleich wieder mitmachen. 1, 2, 3, 4. Hey ja, 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 hey ja. Ich habe auch eine Idee. Ich habe noch Nüsse vom letzten Jahr. Nüsse, Nüsse holen? Wieso das? Bin ich ja mal gespannt. Kriege ich auch 2? Danke. Dankeschön. Das ist ja gut. Jetzt machen wir das mit den Nüssen. Okay. 1, 2, 3. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Da geht's aber ab. Das war richtig lustig. Das hat mir Spaß gemacht. Eine tolle Idee. Und vielleicht hat jetzt ja auch der Rabenpapa kapiert, wie viel Spaß wir miteinander haben. Denn ob wir groß sind oder klein, lieb egal wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung. Wie fein, ob wir groß sind oder klein, lieb egal wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung. Wie fein. Ja, und dann warten wir es doch ab, wie es nächstes Mal weitergeht. Bis dahin sage ich euch Tschüss! Ade! Macht's gut!